Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Stefanie. Heute sprechen wir darüber, wie du dein Leben verändern kannst, was Erfolg ist, warum sie keine große Hoffnung hat aktuell für die Zukunft der Maasai-Kultur und was ihre größten Herausforderungen und Anpassungen in der Beziehung im Dorf, in der Familie und in den Rollenbildern war. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich ab und zu eben in deinen Storys so deine Perspektive auf Dinge, Geschehnisse in Europa immer sehr interessant fand. Gibt es so ein, zwei Punkte, die dir gerade so einfallen, die du sagst, da geht für mich Europa in eine komplett falsche Richtung oder nicht eine der Menschheit dienende Richtung? Und gleichzeitig machen die Maasai etwas, was eben für dich eher in eine dienlichere Richtung geht. Gibt es da so ein, zwei Punkte, die dir ja gerade so präsent sind? Ich denke, das ist das, worüber wir auch gerade geredet haben, in der westlichen Welt oder in Europa, was wir falsch machen. Aber das ist ja nicht die Schuld des Individuums, es ist die Schuld des Systems. Es ist ja auch super schwierig auszubrechen, wenn man aufwächst und 9 bis 5 arbeiten muss. Ich rede ja hier, ich bin ja total privilegiert, weil ich Geld hinter mir hatte. Deswegen konnte ich ja das Leben leben, was ich leben wollte. Und sehr viele Menschen können das ja nicht, weil sie einfach dieses Privileg nicht haben. Okay, meine Eltern sind gestorben, was Negatives ist. Aber wie wir auch schon gesagt haben, aus jedem Negativen kommt auch etwas Positives. Und das hat mir die Freiheit gegeben, wirklich in so vielen Ebenen dann nach England zu gehen und nach Australien und nach Tansania dann zu kommen. Und es ist ja fast unmöglich, aus diesem System auszubrechen, wenn man kein Geld hinter sich hat. Deswegen ist es jetzt schwierig für mich zu sagen, das System ist falsch, aber das ist ja nicht die Schuld des Individuums. Aber was wir machen können, ist ehrlich zu sich selbst sein. Das ist das. Wenn wir etwas verändern müssen, müssen wir das ja auf der persönlichen Ebene tun, auf der Individuenebene. Und wir fangen an, wir können anfangen, wenn man sagen würde, wir wollen aus dem System ausbrechen, aber man hat auch die geldlichen Mittel nicht dazu, aber du kannst hinsetzen und sagen, das ist das, was ich gerne tun würde. Und ich weiß auch aus persönlicher Erfahrung, dass Gedanken Macht haben und Kraft haben und dass du dir auch du kannst etwas ins Leben rufen, nur mit deinen Gedanken. Und alles fängt an mit deinen Gedanken. Alles fängt an damit, dass du dich hinsetzt, nachdem du nach Hause gekommen bist von deinem Job, die Füße tun dir weh, du bist angekotzt, weil dein Chef dich mal wieder schlecht behandelt hat oder so, dann setz dich hin und sag, okay, ich habe keinen Bock mehr darauf. Was kann ich tun? Das ist ja der erste Schritt. Und einfach ehrlich zueinander sein, dass das nicht ist, was du zu sich selbst sein. Ehrlich zu dir selbst sein, zu sagen, das ist nicht das, was ich will. Das ist ja auch der erste Schritt. Und das ist das, wovor die meisten Menschen Angst haben. Und ich sage auch immer, es gibt keinen Grund, Angst vor irgendwas zu haben, weil dir wurde ein Leben geboten. Willst du dieses Leben leben in Angst und keine Risiken gehen, weil du Angst hast? Oder willst du dieses Leben leben und das Beste rausholen und Risiken machen und Fehler machen und auf Rock Bottom stoßen und dich dann wieder aufbauen? Weil, was ich auch aus meinen persönlichen Erfahrungen sagen kann, die besten Sachen, die mir passiert sind, sind passiert, nachdem ich am Ende war und mich in irgendeiner Weise wieder aufgerappelt haben. Ich muss, weil es gibt ja nur zwei Sachen. Es gibt sich selbst einen Strick um den Hals zu legen oder weiterzumachen. Mhm. Und ich habe mir nie den Strick um den Hals gelegt, ich habe immer weitergemacht. Und die besten Sachen sind passiert, als ich mich aus einem Loch habe wieder hochkämpfen müssen. Das heißt, ich sage den Menschen auch immer, hab keine Angst, weil wenn du in diesem Loch bist, dann wirst du halt wirklich sehen, wer du bist und zu was du fähig bist und worauf es im Leben ankommt. Das ist auch das Beste, wenn du nichts hast, dann siehst du wirklich, was das Wichtigste ist und was du willst. Deswegen sage ich den Menschen auch immer, hab keine Angst vor dem Leben, hab keine Angst vor dir selbst, weil eigentlich du bist nicht dein Feind, du bist dein Freund, du musst nur lernen, dein Freund zu sein, indem du deinen Gedanken zu hast. Und wenn wir auf irgendeiner Weise, was wir falsch machen in der westlichen Welt, ist halt einfach,
dass wir von A nach B nach C rennen, dass wir irgendwie denken, dass Erfolg darin gemessen ist, wie wenig Zeit wir zu Hause verbringen oder wie wenig Zeit wir still sitzen verbringen. Aber es ist gerade das, was wir brauchen, dieses Stillsitzen. Und das heißt nicht, dass du dumm bist oder nicht erfolgreich oder keine Freunde hast. Nein, das heißt, dass du dir Zeit nimmst, um wirklich nachzudenken, was du denn wirklich für dein Leben willst. Wohin willst du gehen in deinem Leben? Wofür willst du dein Leben nützen, diese wenige Zeit, die dir geboten ist? Das ist so der erste Schritt. Einfach, ja, wenn man das Leben nicht mehr will, wenn man das System bekämpfen will, dann tust du das einfach, indem du austrittst aus diesem System. Und das ist ja das, was schiefläuft. Das ist alles nur Geld, das ist alles nur Konsum, es ist kein Connect, keine Verbindung mehr zu der Welt, zu der Außenwelt, zu der Natur, zu sich selbst. Und es ist ja gerade das Ziel des Systems, dass wir nicht verbunden sind mit uns selbst, damit es uns weiter ausnutzen kann. Ja, und bei den Maasai ist das halt nicht so, weil sie nicht innerhalb dieses Systems sind. Aber Geld spielt ja jetzt auch eine Rolle innerhalb ihrer Kultur, leider durch die modernen Einflüsse. Und ich merke ja auch, wie das Sachen beschädigt oder wie das die Kultur beschädigt. Aber was die Maasai jetzt immer noch richtig machen, ist gemeinschaftlich denken. Die Familie kommt über alles. Man hebt sich einander auf, man greift sich einander unter die Arme, man lässt jemanden, der etwas falsch gemacht hat oder der kein Geld hat oder der kein Essen hat, nicht links liegen. Man hilft diesen Menschen. Das ist eine Gemeinschaft. Und diese Verbundenheit mit der Natur, dieses Wissen, dass wir sind der Natur ausgesetzt und wir sind abhängig von der Natur. Und dadurch kommt halt auch ein großer Respekt und eine Liebe für die Natur. Und das ist auch zur gleichen Zeit, wenn man die Natur schätzt, ich glaube, dann ist man auch mehr verbunden in sich selbst oder man muss, um die Natur zu schätzen, verbunden mit sich selbst sein. Und das ist das, was die Maasai halt immer noch haben. Deswegen sind sie auch nicht so einfach einzufahren in ein System, was eigentlich ihnen nicht nützt. Mega Das ist spannend. ganz viel. Danke. Ja, und das mit den Gedanken, das ist genau das, was ich auch immer sage. Weil jeder denkt, dann kommt, ja, aber ich habe kein Geld. So, nee, es geht nicht um Geld, es geht um Fühlen und was du willst und dich darauf auszurichten. Es ist alles Energie. Und Geld ist nur eine Limitierung von diesen 16 Zentimeter. Ja. Ja. Ja, es ist Einstellungssache, ja. Wenn du sagst, dass die Natur ganz wichtig ist bei den Maasai, wie sieht so ein Alltag bei euch oder bei dir aus? Und wo habt ihr überall Berührungen mit der Natur? Ich habe Berührung mit der Natur, sobald ich meine Haustür aufmache. Und ich bin ja jetzt einem kleineren, moderneren Haus, aber mein Haus ist auch nur aus Lehm, aus der Erde gemacht, auf der ich auch laufe. Und das ist auch die Verbindung mit der Natur. Und die Maasai-Häuser sind ja sowieso nur aus Lehm und Holz gemacht. Also man ist schon, die Regale, auf denen sie ihre Tassen stellen und ihre Töpfe, sind auch aus Holz gemacht. Also die meiste Zeit, die Kinder laufen auch barfuß rum. Wir sind in der Natur. Wir haben unsere kleinen Lehmhäuser, sind mitten im Wald. Das ist auch das, was ich so liebe. Und das ist auch so, was ich für meinen Sohn so liebe, dass ich einfach die Tür aufmachen kann. Und wir haben ein riesiges Gebiet, wo er einfach rumrennen kann mit seinen 20 Cousins und seine Kindheit genießen kann. Das ist so eins. Und natürlich die Tiere. Wir haben Kühe, wir haben Ziegen und die sind abhängig von Gras, von Regen. Und das habe ich auch gemerkt, als wir diese große Dürre hatten 2016, 2017, dass wenn es nicht regnet, gibt es kein Gras. Ohne Gras gibt es keine Kühe. Ohne Kühe gibt es keine Maasai. Das heißt, die Essenz der Maasai-Kultur ist wirklich ein intaktes Ökosystem. Regen, Wald, Gras. Und deswegen sind die Maasai ja auch natürliche Umweltschützer, weil sie einfach Wissen, dieses traditionelle Wissen haben, dass die Natur intakt sein muss, damit sie ihre Tiere behalten können, damit sie wirklich ihre Kultur ausleben können. Ja, alles ist Natur. Alles, was wir tun, alles, was wir anfassen, alles, ja, alles ist Natur bei uns. Woher kommt der Strom, das Wasser und wie kocht ihr?
Wasser holen wir aus, wir haben einen Regenwasserteich, vielleicht 15 Meter, 15 Minuten Fußweg von unserer Boma entfernt, oder wir haben eine Handpumpe, die ist 45 Minuten entfernt, also ein bisschen weiter, aber für Maasai-Verhältnisse sind wir sehr nah am Wasser dran. Wir haben auch einen Regenwassertank für sauberes Trinkwasser. Ach, ich habe eine Fliege, die mich die ganze Zeit nervt. Und ja, daher kriegen wir das Wasser, und Strom haben wir gar nicht. Also ich habe so eine ganz kleine Solaranlage, und da habe ich zwei Glühbirnen, einen in meinem Schlafzimmer, einen im Essbereich, und da kann ich mein Handy aufladen. Ja, wir haben mehrere kleine Solaranlagen für Handys, weil jetzt fast auch jeder ein Handy hat. Ja, und kochen tun die Maasai über dem offenen Feuer mit Holz. Die gehen immer Feuerholz holen in den Häusern drin. Und ich habe den Luxus eines Gaskochers. Bezüglich den Handys, haben die Smartphones oder so Tastenhandys? Manche haben Smartphones, aber die meisten haben noch diese ganz normalen kleinen Okay. Tastenhandys. Weil du hast ja vorher gesagt, dass sie Analphabeten sind, die meisten, oder? Das habe ich gedacht. Also zum einen kann man sich ja, das sieht man halt in Asien oft, die sind alle irgendwo auf YouTube und dann können die halt so auch Englisch lernen. Aber die gehen auch zur Schule. Und dann, also das war auch auf Sansibar, wollte der eine Geld für ein Handy und wir dachten so, hey, du kannst ja gar nicht schreiben, was willst du denn mit dem Smartphone? So. Ja, was die machen, es ist auch immer super lustig. Ich lache auch immer darüber, weil meine Schwiegermama hat ja auch ein Handy, und sie kann. Die sind sehr gut darin, sich zu merken, welche Nummer passt zu welchem. Zu welcher Person. Also, sie wissen, dass die und die Person, deren Nummer hört auf mit der 89 oder sowas. Und die Person, deren Nummer hört auf mit der 55. Also, sie können, also Nummern können sie lesen. Auch die meisten Leute, die nicht in die Schule gegangen sind. Aber die Nummern 1 bis 9 können sie lesen. Und daran merken sie sich halt auch, wessen Nummer das ist. Das ist oftmals schwierig, und oftmals führt es zu Verwechslung. Aber somit kriegen sie es halt irgendwie auf die Reihe meistens. Und Smartphones benutzen sie ja einfach, um YouTube-Sachen anzugucken, oder auch viele Maasai sind auch auf WhatsApp und schicken sich dann Sprachnachrichten. Das Ja, mache ich auch mit klar. meinem Mann, wenn ich in Europa bin oder so. Wir machen WhatsApp-Video-Call, oder ich schicke ihm eine Sprachnachricht und er schickt mir auch eine. Und dein Mann kann auch immer noch nicht lesen und schreiben. Dann, ich habe versucht, es ihm beizubringen. Das war so um 2014 oder so. Da habe ich immer mal versucht, abends, wenn er zu Hause war, ihn hinzusetzen und ihm, um das beizubringen. Er war nicht interessiert. Nicht interessiert. Voll spannend, weil er es einfach nicht braucht und sein Leben, der lebt ja ganz normal einfach anders. Ach, voll spannend. Und die Kinder gehen die zur Schule? Jetzt. Wenn ich jetzt sage, die meisten, das ist vielleicht falsch. Bei uns in der Boma gehen die meisten zur Schule, 80% würde ich sagen, oder fast 90, aber in anderen Bomas vielleicht 50%. Also nein, wir haben eine Schule bei uns im Dorf, aber ich weiß, wir haben so viele Kinder, und die Kinder, die dort in der Schule sind, sind nur ein kleiner Teil von den Kindern, die wir haben. Also ja, Und warum gehen nicht die alle. Kinder nicht zur Schule? Die, die nicht gehen? Es müssen auch immer ein oder zwei Jungs zurückgehalten werden, die nicht in die Schule gehen, weil es braucht Leute, die mit den Kühen rausgehen und mit den Ziegen rausgehen. Also wenn man eine große Herde Ziegen hat, dann braucht es zwei Leute, die jeden einzelnen Tag mit denen rausgehen. Wenn du viele Kühe hast, dann braucht es auch mindestens zwei Leute. Bei uns braucht es vier Leute, die mit den Kühen rausgehen. Und das sind oftmals die Jugendlichen, die schon aus der Schule raus sind. Oder ja, das sind die. Oder manchmal auch die Frauen, die jüngeren Frauen. Und die mit den Ziegen rausgehen, das sind die Jungs, kleinen Jungs. Und manchmal auch die Mädchen. Und das heißt, in jedem Haushalt braucht es wirklich einen Junge oder so, der nicht zur Schule geht, damit man jemanden hat, der mit den Tieren rausgehen kann. Warum gehen nicht Eltern, oder was machen dann die Eltern in der Zeit? Warum kann ich die raus? Ja, das ist eine gute Frage. Die Kühe sind Aufgabe der Krieger, und die Krieger sind die jungen Männer. Also du wirst eigentlich zu einem Krieger, wenn du 17 oder 18 Jahre alt bist.
Und dann hörst du auf, Krieger zu sein, so wenn du 30 oder 35 bist. Und dann bist du praktisch ein älterer Mann. Und ein älterer Mann, der soll keine harte Arbeit mehr verrichten. Das heißt, 12 Stunden mit den Kühen rauszugehen, das ist die Arbeit der Krieger, der jungen Männer oder der Jungs, nicht der älteren Männer. Die älteren Männer, deren Aufgabe ist, nach der Familie zu gucken, Essen zu besorgen, zu Meetings zu gehen, so welche Sachen. Deswegen ist ja auch der Reichtum der Maasai ist definiert, in wie viele Kinder du hast. Weil wenn du als alter 35- oder 40-jähriger Mann mit deinen Kühen rausgehen müsstest, das heißt, du hast keine Kinder, das heißt, du bist arm. Ja, deswegen, es ist einfach so. Es ist eine sehr, sehr gute Frage, aber es ist einfach so, dass die Älteren, es passiert in anderen Maasai-Gegenden ist es schon so, dass die sehr viel Wert auf Bildung legen, oder es kommt halt auch immer auf die Familie an. Wenn der Vater sehr viel Wert auf die Bildung seiner Kinder legt, dann wird er auch selbst mit den Kühen rausgehen. Und es ist ja auch ein System. Die Maasai-Kultur ist ja auch ein System. Und aus diesem System ein bisschen rausstechen und sagt, es ist mir egal, wenn die Leute über mich lachen, aber ich verstehe, dass Bildung für die Kinder wichtig ist, deswegen mache ich das. Und ja, so ist das. Also es gehen die 16, 17, 18, 19, die bis 25-Jährigen, die gehen mit den Kühen raus oder die 10-Jährigen, 11-Jährigen Jungs. Und so ist es halt, dass deswegen leider nicht alle zur Schule gehen können. Okay. Ja, dann macht das irgendwo wieder Sinn in dem System. Aber was man auch wissen, sagen muss, es war ja früher, mein Mann ist ja auch so aufgewachsen, also es ist ja total egal, ob du lesen oder schreiben kannst für einen Maasai, für in der Welt, in der sie gelebt haben, bevor die Moderne sie berührt hat, ist es ja egal. Was jetzt wichtig ist, weil sie nur mit ihren Kühen umziehen, von den Kühen leben. Sie brauchen ja, brauchten sehr wenig Geld und mit Geld können sie auch umgehen. Zählen können sie auch. Mein Mann ist auch Analphabet, aber der kann super mit Geld umgehen, hat er sich selbst beigebracht, weil Geld ist ja super wichtig. Ja. Dann wirst du dir auch beibringen zu zählen, damit dich niemand übers Ohr haut. Und ja, und deswegen war Bildung auch nicht wichtig. Warum jetzt die Bildung für die Maasai wichtig ist, und ich bin ja auch ein großer Defender der Maasai-Kultur, und dabei ist Bildung ist Feind und Freund zugleich, weil es die Kultur weiter auseinanderreißt oder weiter noch moderner macht. Aber wir sind schon an diesem Punkt Zeit gekommen, angekommen, wo die Maasai die Bildung brauchen, um für ihre Kultur zu kämpfen und um für ihr Land und ihre Rechte zu kämpfen. Weil ein Maasai, der nicht lesen und schreiben kann, der wird von einem Swahili über den Tisch gezogen, wenn der Swahili in sein Land kommt und ihn dann vor Gericht führt, oder weil die Kühe von einem Maasai den Mais von irgendjemand anderem gefressen haben und sie dann ein Gerichtsverfahren haben und irgendwie wird ihr Zettel vorgelegt und sie können nicht lesen und schreiben, oder es wird ihnen gesagt, unterschreib mal hier, sie können nicht unterschreiben. Deswegen ist es wirklich wichtig, oder auch für die Mädchen ist es auch wichtig, in die Schule zu gehen, dass sie auch die Wahl haben oder sich dagegen wehren können, wenn sie nicht verheiratet werden wollen, all diese Sachen. Bildung hat das Potenzial, die Maasai-Kultur, um sehr vieles zu verbessern, aber es hat auch das Potenzial, diese Kultur komplett zu zerstören. Und welches es jetzt macht, das hat zu tun mit, wie die Maasai das aufnehmen und wie die Maasai diese Bildung nutzen werden. Ja, mega wichtig. Danke, dass du das noch angeführt hast. Ja. Ja, weil eben zur Bildung, das ist wieder aus meiner Perspektive. Die Frage kam natürlich aus meinem westlichen Denken. Ist doch wichtig, Ja. was ist denn in Zukunft? Aber nee, eigentlich brauchen sie es nicht. Aber jetzt das, was du noch hinzugefügt hast, ja, mega, mega spannend. Ja. Du hast gesagt, die Jungs gehen raus mit den Tieren. Was machen dann die Mädchen in der Zeit? Die Mädchen, wenn sie nicht in die Schule gehen, helfen ihren Müttern und ihren großen Okay. Schwestern, also im Haushalt. Es gibt ja immer Häuser sauber zu machen, Ställe auszufegen, Essen zu machen, Kochtöpfe sauber zu machen,
vielleicht auch auf der Farm ein bisschen zu arbeiten oder Spinat holen zu gehen. Wir haben wilden Spinat und wilde Tomaten, also Sachen. Also sammeln zu gehen, auch fürs Essen, solche Sachen. Ja, Haushalt. Mädchen und Frauen machen Haushalt, Jungs und die Männer machen die Kühe. Und die Tomaten, also so eure, das, was ihr anbaut, ist das so permakulturmäßig? Ich nehme an, ihr habt da nicht so schön angelegte Schweizer Gärten, oder doch? Nein, und das, was wir anbauen, ist nur Mais. Also, und jetzt kommt es ein bisschen, dass sie anfangen, vielleicht auch ein bisschen Gemüse anzubauen, so Spinat oder sowas. Mhm. Aber Tomaten ist sehr schwierig, sehr kompliziert anzubauen und Kartoffeln auch sowas braucht ja sehr viel Arbeit. Mais ist ja ihr Staple, ist das, was sie jeden Tag essen. Daraus machen sie ja Ugali, was sowas wie Polenta ist. Und das wird dann entweder mit Milch getrunken oder wenn sie Gemüse haben, machen sie so eine kleine Gemüsesoße daraus. Und Mais brauchen sie halt wirklich jeden Tag. Deswegen bauen die Maasai heutzutage auch Mais an oder lassen es für sich anbauen, was ja früher auch nicht der Fall war. Ihre Diät hat sich ja auch geändert. Aber Gemüse und sowas bauen sie eigentlich fast gar nicht an, weil es halt einfach nicht in ihrer Kultur ist, diese Feldarbeit. Es kommt jetzt ein bisschen, aber es ist eigentlich gar nicht in ihrer Kultur. Ja, ist ja auch ein Nomadenvolk, oder? So ursprünglich. Ursprünglich, was sie jetzt auch nicht mehr machen dürfen, weil einfach sie das Land nicht mehr haben oder in den Ländern, wo sie früher ihre Tiere hingezogen haben, sind jetzt Farmen, das gehört jetzt Swahili-Leuten, da können sie nicht mehr hin. Sie haben immer weniger Land zur Verfügung, was ist ja auch was wiederum kommt es dahin, dass einfach da deswegen, weil sie weniger Land zur Verfügung haben, ist es wichtig, dass sie jetzt in die Schule gehen, weil es ist abzusehen, dass sie nicht mehr so leben können, wie sie früher gelebt haben. Also für die Maasai-Kultur habe ich keine guten Aussichten für die Zukunft, wenn sie sich nicht wirklich anstrengen und wenn sie nicht wirklich auch den Wert in ihrer Kultur sehen. Weil es ist ja einfach für mich zu sagen, als Außenstehende, als Europäerin, ach, die Maasai-Kultur ist so schön und so wertvoll, aber was ist denn mit den Maasai selbst? Sie haben ja diesen Weitblick nicht. Sie sehen ja Europa nicht, was da in Europa abgeht, wie wir leben, wie unverbunden wir mit der Natur sind. Und deswegen, ja, ich kann sagen, es ist wertvoll, aber Sie müssen sagen, es ist wertvoll. Und wir sind stolz darauf, Maasai zu sein. Und wir wollen für unsere Kultur und unser Land kämpfen, was Sie auch tun. Sehr viele tun es. Aber ich sehe gerade in der jüngeren Generation jetzt in meinen Schwägern, die 20, 18 sind, dass sie gar nicht mehr so an ihrer Kultur hängen und mehr so die Moderne aufsuchen und wirklich auch den Wert nicht verstehen. Was sagt so die jüngere Generation, was sie so in ein paar Jahren machen möchte? Also ist für die trotzdem noch klar, dass sie in der Boma bleiben oder haben die andere Ziele oder Träume? Bei uns ist es ja immer noch sehr, sehr traditionell, muss ich auch sagen. Ich kann ja nur für unser Dorf sprechen oder ich spreche nur gerne für unser Dorf. Wenn wir jetzt in den Norden gehen, nach Arusha, in der Nähe von der Serengeti oder so, da sind die Maasai zum einen irgendwie mehr gebildet, aber zum anderen auch sehr viel stolzer auf ihre Kultur. Es ist wirklich auch interessant für mich zu sehen, diese Unterschiede zwischen den verschiedenen Maasai-Gebieten. Aber bei uns sind sie einfach noch sehr, werden sie noch sehr von dem System, von ihrer Kultur gehalten oder gefangen. Auch die Jüngeren, die jetzt ausbrechen wollen oder die ihre Kultur gar nicht mehr so wertschätzen, aber sie haben ja immer noch ihre Väter und ihre älteren Brüder, die sie noch so ein bisschen auf Trab halten und es dann nicht zulassen, dass sie ihre Kultur und ihre Familie verlassen, was auch gut ist, aber auch schwierig ist. Aber wir haben ja auch die 18, 19, 20-Jährige, sehr viele bei uns im Dorf, können ja auch nicht lesen und schreiben. Sie haben ja auch keine Option. Und sie wissen, dass sie keine Option haben. Ihr Mittelpunkt ist immer noch die Boma, sind immer noch die Kühe, ist immer noch ihre Familie. Sehr viele gehen nach Sansibar, um zu arbeiten und verlieren sich halt da ein bisschen, aber sie werden immer wieder zurückgeholt in die Boma von ihrer Familie. Deswegen, ja, es ist schwierig, es ist interessant, das zu sehen, aber ich weiß, wie sie denken, wie einige denken, dass sie wirklich auf ihre Kultur auch herabgucken in bestimmter Art und Weise. Ja. Was war so deine größte Herausforderung in den ganzen Jahren, so für dich persönlich, und wie bist du damit umgegangen? Viele
viele, viele kleine Herausforderungen, glaube ich, kleinere Herausforderungen. Also das Schwierige, als ich hierher gekommen bin, war ja die Anpassung in der Beziehung zwischen mir und Sokoine, meinem Mann, dass ich mich einfach daran gewöhnen müsste, okay, dass Frau und Mann hängen nicht viel miteinander rum, verbringen nicht viel Zeit miteinander. Er ist ein Mann, er macht seine Männersachen, ich bin eine Frau, ich mache meine Frauensachen. Das ist ja wirklich sehr hart so gekommen, nachdem ich unseren Sohn Janik hatte, 2016, dass ich dann wirklich mich daran gewöhnen müsste, dass ich jetzt eine Frau, eine Mutter bin und er nicht mehr so viel Zeit mit mir verbringen kann, will. Das war wirklich schwierig. Und auch am Anfang war es schwierig, die Sprache auch zu lernen. Ich konnte ja Swahili, aber ich konnte die Stammessprache der Maasai, Ma, konnte ich ja noch nicht. Und die unterhalten sich alle in Ma. Auch wenn sie Swahili können und ich dabei bin, reden sie immer nur Ma. Und ich so, ich stehe da nur so dumm und verstehe nicht. Das war auch schwierig. Ganz viele kleine Sachen. Die wirklich große Herausforderung in meinem Leben war nach der Geburt von meinem Sohn, weil es eine sehr schwierige, traumatisierende Geburt war. Und was dann auch passiert ist zwischen mir und meinem Mann, war auch nochmal traumatisierend, dass er sich wirklich von uns entfernt hat, emotional und auch körperlich, weil es einfach, ja, weil es einfach so in seiner Kultur ist, aber es war trotzdem schwierig für mich. Und ja, ich war auch depressiv nach der Geburt, das war ganz, ganz schwierig und habe mich echt verloren. Ich habe mich echt, ja, verloren. Ich musste mich wiederfinden. Aber wie ich auch schon gesagt habe, es war immer die sind immer die schwierigsten Sachen in unserem Leben, die uns eine Chance geben, sich wieder neu zu finden und sich wieder neu aufzubauen. Und hätte ich das Ganze nicht durchlebt, ich glaube, ich zweifle daran, dass ich alles andere, was ich jetzt getan habe in meinem Leben, wie mein Instagram aufzumachen, einen Blog zu schreiben, anzufangen, meine Gedanken niederzuschreiben über mein Leben mit den Maasai und den Wert der Maasai-Kultur. Es war einfach für mich, mein Instagram aufzumachen und einen Blog zu starten, war für mich auch so etwas wie ein bisschen Therapie. Es war so ein bisschen so ein Hilfeschrei für mich selbst, aber auch für die Maasai, mehr so für die Maasai, weil ich wirklich angefangen habe zu schreiben nach der Dürre, die wir hatten 2016, 2017, weil ich den Leuten vor Augen führen wollte, okay, das ist ein indigenes Volk und die machen mehr als nur rote Klamotten tragen und hoch und runter hüpfen. Sie haben einen riesengroßen Wert für unsere Welt, aber sie haben so viele Herausforderungen, ihre Kultur aufrechtzuerhalten, gerade jetzt auch mit dem Klimawandel. Und das war mir so wichtig, das aufzuschreiben. Und hätte ich diese persönliche Krise nicht gehabt oder wäre dann nicht noch die Dürre dazu gekommen, die auch uns in eine, ja, in eine Lebenskrise, unsere ganze Familie, die ganzen Maasai von Tansania und Kenia in eine kulturelle Krise auch geschmissen hätte, dann hätte ich nicht angefangen, das zu tun, was ich jetzt tat, was ich jetzt gemacht habe. Ja. Wie habt ihr die Krise überstanden? Oder wie kann man sich das vorstellen? Weil das die Dürre, das ja dann, also ihr habt dann ja nichts mehr zu essen. Ja, wir waren ja in der privilegierten Situation, dass ich da war und Geld hatte. Das heißt, wir konnten extra Futter kaufen. Die Tiere hatten kein Gras mehr zu fressen, weil es 9 Monate lang nicht mehr geregnet hat. Aber wir konnten extra Futter kaufen für die Tiere und so versuchen, die Tiere am Leben zu erhalten. Es sind trotzdem Tiere gestorben, aber nicht so viele wie bei anderen Leuten, die sich nicht so ins Zeug gelegt haben und versuchen, die Tiere am Leben zu erhalten. Und ja, Mais hatten wir. Wir hatten genug zu essen, weil wir auch selbst eine Farm hatten und dann die Ernte im Jahr zuvor war so groß, dass wir noch Mais übrig hatten. Aber es war wirklich eine Dürre, die, ja, es hat die Tiere mehr und schneller getroffen als die Menschen. Dass sie wirklich, die Tiere sind wirklich sehr schnell verendet innerhalb von 6 Monaten. Haben manche Herden von manchen Maasai sich um die Hälfte reduziert, was natürlich auch super traumatisch ist. Ja, wir haben die Dürre so überstanden, dass wir einfach extra Futter gekauft haben für die Tiere. Aber es war trotzdem. Und dann habe ich ja Geld gesammelt, eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, um an einem Landmanagement-Seminar teilzuhaben, damit wir andere Weisen lernen können oder damit wir wieder das traditionelle Wissen der Maasai, sagen wir mal, zurückholen können, um es auf den Klimawandel anzuwenden. Und ja, das hat geholfen. Es hat geholfen. Wir haben auch Land zurückgewonnen durch dieses Projekt. Damit wir größere Weideflächen für die Tiere haben, damit sie mehr Gras zur Verfügung haben, auch noch in der Trockenzeit, also welche Sachen. Aber es ist ein Struggle, es ist ein jedes Jahr ist es eine Überraschung, was der Klimawandel, was das Wetter jetzt für uns bereithält und es wird immer schwieriger, die Kühe am Leben zu erhalten oder
die Leute sagen mir auch immer, wenn sie Fotos auf meinem Instagram sehen von unseren Kühen, ach, die Kühe sind ja so dünn. Ich habe gesagt, ja, sie sind dünn, aber sie sind noch am Leben. Das ist das Wichtigste. Also wir haben keine fetten Kühe, weil die nicht genug Gras zu fressen bekommen. Und apropos fette Kühe, das ist ja auch, wenn man so Schweizer fette Kühe sieht, die platzen ja aus allen Nähten, aber die werden ja auch gemästet und das ist ja auch nicht natürlich. Ja. Also ich glaube, das ist halt auch, wenn man so den europäischen Blick auf die Tiere hat, bei uns sind nicht nur die Menschen werden dick, sondern auch die Tiere und das ist ja nicht natürlich. Ich meine, diese ganzen Ja, das stimmt. Straßenhunde, Straßenkatzen, die sind auch wahrscheinlich einfach normal, aber aus unserer Sicht dann oft dünn. Ja. Aber ja, klar, ich meine, bei euch sind sie dann wirklich dünn. Aber Ja. ja. Du hast noch gesagt, eben du hast verschiedene Projekte. Du hast mit Instagram gestartet aus deiner Krise und du machst ja, diese Ohrenringe sind ja auch von euch. ihr macht die Traumfänger, ihr macht diese Damenbinden. Wie bist du zu diesen Projekten gekommen und wie wurde sie von der Gemeinschaft oder von Frauen und Männern aufgenommen? Wie stehen sie dazu? Also das Damenbinden, ich hätte nie etwas gemacht, was nicht von den Maasai auch gewollt wurde. Und dieses Damenbinden-Projekt hat angefangen, weil ich eine gute Freundin hatte, die ich über Instagram kennengelernt habe, die involviert ist, diese Damenbinden in Australien zu nähen. Und dann wollte sie uns besuchen kommen, hat gesagt, darf ich den Frauen was mitbringen? Und erst war ich nicht so davon begeistert, weil ich habe gesagt, okay, greife ich da nicht in ihre Privatsphäre ein, greife ich da nicht in ihre Kultur ein? Da habe ich mich gefragt, was benutzen sie denn überhaupt? Ich glaube, die machen einfach Free Flow. Das heißt, ich würde dann verändern, wie sie das so tun. Aber dann habe ich gesagt, ja, okay, dann habe ich den Frauen in meiner Boma gefragt, würde die das gerne haben? Und sie haben gesagt, ja, lass sie einfach mitbringen, wir gucken mal, weil sie vertrauen mir. Die Frauen bei uns in der Boma sind ja total easy, weil sie an mich gewöhnt sind, auch in mir vertrauen. Jetzt bist du wieder da. Die Frauen Hoffentlich. vertrauen dir. Ja, und dann hat meine Freundin uns einfach diese Damenbinden mitgebracht, diese Stoffbinden, und die Frauen haben sie super gemocht. Meine Schwägerin, Nummer eins wirklich, war total begeistert und hat gesagt, Steffi, hast du noch ein paar übrig? Ich würde sie gerne meinen Freundinnen geben. Und sie war total begeistert. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn die Damen die so mögen, dann versuchen wir einfach mal, dass wir sie ne selbst nähen können, damit es auch ein bisschen nachhaltig ist. Und ja, so hat das angefangen. Dann sind wir zu einem Training gefahren, habe ich Geld zusammengetrommelt, wieder sind wir zu einem Training gefahren und haben gelernt zu nähen. Und ich habe auch zur gleichen Zeit daran teilgehabt, weil ich auch nicht nähen konnte. Ich habe, ja, 2019 war das jetzt. Und ja, und seitdem nähen wir zusammen diese waschbaren Stoffbinden und die Frauen sind sehr begeistert davon und erzählen mir auch, was sie immer für Probleme hatten mit ihrer Menstruation, da sie keine Binden hatten und wie peinlich, welche peinlichen Situationen sie da gekommen sind. Und sie erzählen mir das einfach freiwillig, kommen auf mich zu, was mich auch immer sehr rührt und was mir auch zeigt, dass dieses Projekt auch wirklich uns verbindet, nochmal auf anderer Ebene. Und ja. Wie haben Sie das vorher gemacht? Also haben Sie einfach gespürt, wenn es fließt und dann gingen Sie in die Natur oder haben Sie was reingelegt? Ja, also es kommt immer darauf an, wenn die Frauen zu Hause sind und die Männer am Arbeiten auf Sansibar und so, dann ist es ja okay, dann kann man einfach Free Flow machen oder man merkt es dann und ja. Oder sie haben vielleicht, weil die meisten haben ja auch keine Unterhosen, das ist ja auch so ein kulturelles Ding, sie tragen ja eigentlich keine Unterhosen. Jetzt ändert sich auch so ein bisschen wieder, aber sie tragen dann vielleicht einfach einen zweiten Umhang unten drunter, aber das hilft ja auch nicht wirklich mit dem Flow. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie wirklich Probleme hatten. Ja. Ja, weil das frage ich mich oft, weil man, also wenn man mit sich verbunden ist, dann spürt man ja, wann es fließt. Und wenn man Zeit hat und achtsam ist, dann könnte jede Frau frei menstruieren. Aber wir haben es ja Ja. oft verlernt. Und auch das Unterhosen tragen, das ist ja überhaupt nicht, also eigentlich nicht für Frauen gedacht. Es ist ja, und das sieht man dann oft in so indigenen Völkern. Es wäre das Beste für alles, wenn man lange Röcke trägt und keine Unterhosen. Und deshalb finde ich das immer voll spannend, aber ich merke auch immer wieder, dass es oft Themen sind, über die spricht man nicht.
Auch in der westlichen Welt sehr oft nicht, aber auch bei so traditionellen, wo ich immer denke, die sind doch eigentlich viel verbundener, also wahrscheinlich auch offener, aber das ist eine Fehlinterpretation. Ja, da, also ja, ich glaube, es ist noch einfacher in Europa darüber zu sprechen als bei den Maasai. Bei den Maasai spricht man darüber so gut wie gar nicht. Auch zwischen Mutter und Tochter spricht man darüber fast gar nicht. Warum nicht? Weißt du das? Es ist einfach ein Tabu. Ja, einfach ein Tabu. Man weiß nicht genug darüber, denke ich, von den Maasai. Sie wissen nicht genau darüber, genau was das ist. Sie denken vielleicht, es ist dreckig, weil wenn man darüber nicht aufgeklärt wird, was es denn ist und sowas, und als Mädchen, wenn du deine erste Periode hast, dann denkst du natürlich, oh meine Güte, Blut, dreckig, keine Ahnung. Und wenn deine Mutter dir das nicht erklärt und sowas, dann bleibst du halt in diesen Gedanken und so ist das leider. Ja. Hast du ihnen mal was darüber erzählt im Zusammenhang mit dem Projekt oder hältst du dich da zurück? Doch, wir reden darüber. Also sie kommen ja auch. Das hat mich ja auch so berührt und überrascht, dass die halt auch mit diesen Stories, auch die 70-jährige Tante von meinem Mann ist mal zu mir gegangen und hat mir gesagt, wie ihre Kinder oder wie sie auch mal Probleme hatte, dass sie zu einer Zeremonie fahren wollte mit dem Motorrad und dann hat sie auf dem Motorrad ihre Gitarre bekommen und dann kam sie da an und ihr Kleid war verschmiert und ich so, oh Gott. Und das erzählt mir eine 70-jährige Frau. Einfach so, weil sie es mir erzählen will. Und ich merke einfach, es ist was ganz Einfaches, dass wir diese Damenbinden nähen, aber ich merke einfach, dadurch, dass wir sie nähen und darüber sprechen, setzt es einfach dieses Signal. Es ist okay, deine Periode zu haben. Es ist Weiblichkeit. Wir sind alle Frauen. Wir alle haben die gleichen Probleme oder nicht Probleme oder es ist einfach normal. Und es ist okay, darüber zu sprechen und es zu haben und es ist nichts Schlimmes. Ja. Voll schön. Ich fühle gerade irgendwie so, dass du als Deutsche dich hat dahin gezogen und du hast ja mega viel gelernt, aber aus dem Grund bist du ja auch für sie da. Und wer weiß, was du da in Zukunft noch aus deinem futuristischen Wissen aus dem Westen da einfließen lassen kannst. Weil vor allem Ja. Wissen verändert ja nichts. Wissen gibt einem ja nur selber, ja, wie Sicherheit in Themen. Und es erleichtert einem sehr oft einfach das Leben oder eben die Scham. Ich meine, wenn ich etwas immer unterdrücke oder auch als Frau, wenn das einfach alles immer unterdrückt wird, dann macht das ja auch was mit einem. Wer Ja. weiß, wohin das führt für auch eben die Frauen und Mädels. Mega schön. Also sie öffnen Ja. sich schon sehr. Ja, ich bin ja sehr vorsichtig, gerade als Weiße. Ich möchte die Kultur in keinster Weise verändern. Deswegen war ich ja auch kritisch mit diesen Damenbinden. Aber dadurch, dass sie mir gezeigt haben, dass sie sie wirklich mögen und es ihnen wirklich hilft, deswegen machen wir das ja jetzt. Und es ist wirklich, meine Schwägerin war auch die treibende Kraft darin. Ich habe es einfach nur finanziert und ich nähe jetzt auch mit ihnen mit, weil es mir auch Freude bereitet. Aber meine Schwägerin und die Frauen bei mir in der Wummer sind die treibende Kraft und das ist das, was mir wirklich wichtig ist. Aber ich merke, dass es etwas Positives, wirklich etwas Positives bringt für die Frauen. Das ist die Empowered, ja. Ja. Und du hast gesagt, also dadurch werden ja auch die Frauen ein bisschen unabhängiger, weil das Einkommen, fließt das Einkommen zu den Frauen oder in den Familientopf? Nein, das fließt, also fließt zu den Frauen, zu den Schwägerinnen, die mit mir arbeiten. Und das ist neu, dass die ein Einkommen haben, oder? Wie ist das für die Männer oder so für das ganze Dorfkonstrukt? Hat das irgendwie einen, oder was für einen Einfluss hat das? Es ist sehr interessant, weil es. Ich kann nur mit Frauen arbeiten, deren Männer okay sind, dass sie mit mir arbeiten, die das erlauben. Und ich habe auch schon mal versucht, mit einer anderen Maasai-Dame zu arbeiten, die von irgendwelchen Europäern auch die Schule gesponsert bekommen hatte und die dann wirklich eine ausgebildete Näherin war. Und da habe ich gedacht, oh, perfekt, du kannst nähen, dann können wir das doch zusammen machen. Ihr Mann wollte das nicht, weil ihr Mann nicht will, dass sie Geld verdient und in irgendeiner Weise unabhängig wird. Aber der liebe Mann von meiner Schwägerin, der hat kein Problem damit. Also es kommt da wirklich auch
auf Männer drauf an, in dieser sehr traditionellen Gesellschaft, in der wir leben. Noch eine Frage. Du bist ja sehr reflektiert und du hast so beide, also so unterschiedliche Kulturen, was auch immer. Sind die Menschen oder dein Ehemann, kannst du mit ihm so tiefe Gespräche führen? Oder ist das, ja. Kann ich, also mit meinem Mann ja, mit ein paar seiner Freunden vielleicht auch ein bisschen, aber nicht so sehr, aber mit meinem Mann ja, mit meiner Schwiegermutter auch, mit meiner Schwägerin auch, ja, kann ich, mit meinem Mann auf jeden Fall, ja. Und wo haben die das gelernt? Ah, ich glaube, die sind besser da drin, mit sich im Reinen zu sein und in sich hineinzufühlen, als wir das sind, als Europäer. Weil ich glaube, und ich frage mich auch oft, warum das so ist, aber ich glaube, das kommt einfach darauf an, weil sie in dieser Großfamilie leben und aufgezogen sind und dann einfach diese sozialen Verbindungen und Kommunikationsskills und also was sehr viel früher und sehr viel besser lernen als wir. Und dann auch die Unterschiede zwischen dem menschlichen Gemüt halt auch wirklich sehr gut kennenlernen, einfach weil sie mit so vielen verschiedenen Menschen aufwachsen. Und was man von außen sieht, das macht ja auch immer was von sich selbst. Du sagst ja auch, wenn du jemanden kennenlernst, dann lernst du auch immer ein bisschen mehr von dir selbst kennen. Also ich glaube, die können das besser als wir. Die sind sehr, und dadurch, dass sie einfach aufwachsen, auch in einem sehr großen Struggle, also die Sachen, die mein Mann mitgemacht hat, als Analphabet, als Erstgeborener mit der Verantwortung für seine Familie, der ist raus in die Welt, kann nicht lesen und schreiben, hatte Unfälle, wurde überfallen, hatte kein Geld zum Essen, all diese Sachen. Das erdet ja einen auch so und das macht ja einen auch was mit seiner geistigen Entwicklung, wenn man wirklich, wie ich auch schon gesagt habe, am Ende ist. Und ja, das macht einen auch philosophisch. Man wird, und es macht einen auch dankbar für das, was man hat. Und sie haben das einfach, diese Dankbarkeit, diese Lebenserfahrung, diese Weisheit, einfach dadurch, dass sie es schwer hatten im Leben. Sie hatten es nicht einfach. Sie mussten wirklich ums Überleben kämpfen, mein Mann, die Generation meines Mannes. Und das gibt einem halt wirklich auch, ja, eine geistige Entwicklung, die sehr viele bei uns in Europa nicht durchgemacht haben, weil wir es halt einfach immer gut haben. Ich finde das gerade voll spannend, dass du so diese Großfamilie und was man dann eben aus dem Leben lernt, was wir nicht mehr haben. Und dann denkt man, man muss in die Schule das irgendwie lernen. Und das geht halt nicht. Und als ich nämlich in Saudi-Arabien war, ich habe letztens mal ein Video gemacht, was ich im Iran und in Saudi-Arabien unter anderem gelernt habe. Und da gibt es ja auch große Familienkonstrukte. Und was ich aber festgestellt habe, dass die Menschen, worum ging's? Ah ja, I miss you. Die sagen oft, oh, I miss you. Und für mich war bis vor, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so, war für mich Vermissen mit einem Schmerz gekoppelt. Also für mich war so, wenn ich jemanden vermisse, oh, dann fühle ich mich schlecht und bin voll traurig. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das nicht ein ehrliches Vermissen ist, wenn die mir sagen, oh, I miss you. Und dann habe ich aber gecheckt, aus meinen Themen und der ganzen weiteren Verständnis, dass bei uns sehr viel Schmerz ist in allen möglichen Themen und sehr viel Attachment, weil wir eben genau kein soziales Netz haben, weil wir uns als Individuum nicht sicher fühlen. Und das haben die. Die haben einfach so ein tiefes Urvertrauen, weil da ein Dorf, eine riesige Familie ist. Die haben nie das Gefühl, dass sie kein Zuhause haben, dass sie kein Essen haben, dass sie alleine sind. Und wenn wir das auf die westliche Gesellschaft übertragen, ich meine, das sind so die Hauptängste, die die Menschen haben. Kein Geld, kein Essen, Tod. Und es ist irgendwo alles abhängig, weil man eben sich nicht sicher fühlt. Und dann dachte ich so, oh mein Gott. Ich, intelligente Westlerin, ne? Ich habe ja die Weisheit mit Löffeln gegessen. Oder das wird einem ja oft suggeriert in unseren Ländern. Und die Länder sind alle arm, Kriegsländer, die haben nichts, die können nichts.
Und die sind aber so in Peace mit so vielem. Und deshalb, ich habe auch in Saudi-Arabien gelernt, dass es gar nichts bringt zu werten. Dass jeder sich kleiden kann, wie es für sie richtig ist. Und wenn ein I miss you kommt, dann ist das ehrlich aus dem Herzen, weil es jetzt vielleicht gerade schön wäre, wenn man sich treffen könnte, aber geht halt nicht. Also das Einzige, was es ist, ist Zeichen zu geben, ich vermisse dich. Aber es ist doch geil, wenn man da nicht immer leiden muss. Also es ist ja mega schön. Und ich habe das Gefühl, das ist da auch so, dass sich die Menschen einfach sicher fühlen und deshalb gar nicht so viel brauchen. Ja, es ist einfach anders. Andere, in jeder einzelnen Kultur hat man bestimmte Sachen, die einfach anders gesagt werden, anders gedacht werden, anders gemacht werden. Ich glaube, es ist immer augenöffnend, wie du, es hat sich jetzt, du hast jetzt sehr darüber nachgedacht, was für dich vermissen heißt und dass es vielleicht anders ist wie in Saudi-Arabien. Und das ist ja, da hast du super was dazugelernt. Während wenn du dich verschließen würdest und sagen würdest, oh, ich finde das komisch, warum machst du das? Wenn du nicht reflektiert hättest, hättest du nicht gelernt. Wenn du verurteilt oder beurteilt hättest, hättest du nicht gelernt. Und das ist genau das, worüber ich auch immer rede, dass was bringt es zu beurteilen oder zu verurteilen? Weil wenn du etwas siehst, womit du nicht einverstanden bist oder was du schwierig findest und dann sagst du gleich, das ist schlecht und du drehst dich um und du gehst und du fragst nicht, warum macht dir das? Oder du fragst dich nicht selbst, warum triggert mich das? Was habe ich da für ein Problem mit? Da ist irgendwie so eine Blockade drin oder vielleicht ist es auch irgendwie eine bestimmte Arroganz einfach, die wir im Westen haben, dass wir denken, wir wissen schon alles und so wie wir die Welt im Westen sehen, das ist die einzige richtige Form und Weise, die Welt zu sehen. Aber ich finde, das ist super gefährlich und super traurig und super einschränkend. Und während, wenn wir nicht beurteilen oder verurteilen, wenn wir anstatt den Rücken zuzudrehen und zu sagen, zu gehen und zu verurteilen, wenn wir sagen, oh, das finde ich interessant, lass mich mal gucken, lass mich mal da reingucken, lass mich mal versuchen, es zu verstehen, zu lernen, dann lernen wir und dann erweitern wir auch unseren Horizont. Und dann gibt es auch nichts mehr auf dieser Erde, was uns überraschen kann oder was uns anekeln kann oder was wir nicht verstehen, weil wir es verstehen wollen und weil wir es nicht beurteilen. Und das ist auch das, wofür ich mich stark einsetze und worüber ich immer wieder rede. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe über mein Leben, weil ich einfach will, dass die Leute aufhören zu denken, dass sie immer alles bewerten müssen oder in Schubladen stecken müssen. Und manche Sachen sind einfach so. In bestimmten Kulturen, warum machen sie das? Weil es ihre Kultur ist. Es ist einfach so. Warum haben die Maasai-Frauen die Haare kurz und die Krieger die Haare lang? Dann sage ich, warum haben wir im Westen als Frauen die Haare lang und die Männer die Haare kurz? Kannst du mir darauf eine Antwort geben? Wenn du darauf keine Antwort hast, dann habe ich auch keine Antwort auf die Frage, warum die Maasai das so machen. Kultur ist einfach Kultur. Bestimmte Sachen gehen jahrzehntelang zurück und die Menschen wissen selbst nicht, warum sie diese Sachen machen. Und es ist einfach so. Und wenn wir uns darauf einlassen, dann lernen wir dazu, dass manche Sachen einfach anders sind und wir können sie auch einfach so stehen lassen. Wir müssen nichts mit ihnen machen, müssen sie in keine Schubladen stellen. Sie können einfach so stehen lassen. Ich glaube halt, das ganze Bewerten, das gibt einem Sicherheit. Weil also schlussendlich ist ja alles irgendwo, wenn man nicht in Frieden damit ist, hat man meistens irgendwo eine Angst darunter. Und sehr oft, oder vor allem im Westen, ist es ja dann so, dass wenn ich mich öffne, dann müsste ich wie meine Weltsicht loslassen. Und für sehr viele bricht dann einfach eine Welt zusammen. Ich meine, das war bei mir auch so, als ich in Saudi-Arabien war, habe ich alles einmal neu gelernt und ich habe richtig gemerkt, wie mein westlich gebrainwashed Kopf gemerkt hat, ah, das stimmt nicht, das stimmt nicht, ah, das ist so, ah, das ist sogar logisch, das ist gar nicht so schlimm. Und dann war ich fast eine Woche ausgenockt. Ich war dann in Jordanien und es war wirklich, mir war nur schwindlig. Ich konnte nur liegen und ich habe richtig gemerkt, wie sich mein Kopf neu verdrahtet. Und bin ich aufgestanden und habe gedacht, ah, ich könnte noch ein bisschen lernen. Und dann wurde mir direkt wieder schwindelig und musste mich wieder hinlegen. Und ich glaube, das weiß halt irgendwo unser Unterbewusstsein. Und deshalb versucht
ja, das System, die Menschen davor zu schützen vor irgendwas Neuem oder Fremdem, weil es ja auch gar keinen Platz hat in dem 24/7-Alltag, wo man ja keine Zeit hat, Ja. mal hinzusetzen Ja. und zu reflektieren. Aber ja, das ist eine voll schöne Eigenschaft, die du hast. Ja, Ja. die nicht bewerten Ja, darf. bin ich auch dankbar für. Oh, ich hätte noch 100.000 Fragen, aber ich glaube, wir belassen es jetzt hier. Ja, Vielen, und vielen mein Dank. Handy ist auch jetzt hat keine Batterie, ist jetzt gleich am alle gehen. Danke, danke, danke für das Teilen und diese reflektierten Antworten und die Ausführungen. Finde es mega, mega spannend und auch dein Weg. Voll schön, dass du ihm folgst. Danke dir für die Möglichkeit, meine Gedanken zu teilen. Danke dir. Danke, dass du alles geteilt hast und so offen warst. Und ja, alles Gute, alles Liebe für dich. Wenn du in der Schweiz bist, let me know. Also ich werde nicht da sein, aber vielleicht irgendwo im Kontakt. Okay. Vielleicht Danke dir, ja, mache sehen ich gerne. wir uns. Wo wirst du sein im September? Ich weiß es noch nicht. Aber Richtung Okay. Asien. Mich zieht es wieder. Ja, vielleicht bin ich dann schon in Asien. Alles klar. Danke Danke dir. dir. Alles Gute. Tschüss. Das war das Gespräch mit Stefanie Fuchs. Du findest sie am besten auf Instagram. Ich verlinke dir alles in den Shownotes. Folge ihr unbedingt und besorg dir unbedingt das Buch. Das kann ich wirklich von Herzen empfehlen. Sehr lebendig geschrieben, sehr verständlich und ja, es lässt einem richtig schön eintauchen in ihre Welt. Ich hoffe, dir haben die Gespräche gefallen. Lass mir gerne eine Bewertung da, einen Kommentar und wir sehen uns im nächsten Podcast.